Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben jetzt einen ganz klaren Auftrag. Wir wollen die Tochter des Generals. Warum kommt mir das gerade so bekannt vor? War das nicht ein Film? Die Tochter des Generals? Ich glaube schon, gell? War der nicht mit John Travolta? Ich bin mir nicht sicher, weil ich kenne nur den Titel, ich habe den Film nicht gesehen. So, alles klar. Wir hören uns jetzt erst noch mal kurz die Mission an. Der einzige Weg, an General Baro heranzukommen, ist über seine Tochter Erendira. Wir können sie als Köder benutzen, um Baro rauszulocken, aber sie muss kooperieren. Überzeugen Sie sie irgendwie. Alles klar. Das müssen wir. Ah, hier ist die Grenze. Okay, ich dachte schon, warum ist das also halbherzig aufgedeckt. Mal ganz kurz rauszoomen, wo sind wir denn da? Das ist auch nochmal so ein unbekanntes Ding. La Cruz. Kein Kartellleiter. Das wäre was für die Rebellen natürlich. So, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Drei, sechs Gegner haben wir jetzt mittlerweile. Plus diese Orakelmission, gell? Ah ne, den haben wir auch noch gemacht. Ja, stimmt. Nee, gut, alles klar. Dann holen wir uns die Tochter des Generals. Schreit doch dazu rum. Alles gut, Mensch. Der Tag hat doch erst begonnen. So. Finden Sie Baros Tochter. Ja, jetzt haben es mal alle drei geschafft, pünktlich auf den Heli zu kommen. So, jawohl. Und runter. Zack. Wegen der Luftabwehr weiß ich nicht, ob die uns erkennen würden. So, wir müssen jetzt erstmal mit der Tochter quatschen. Augen auf, die Tochter des Generals sollte hier sein. Ich park mal hier unten. Hier waren wir doch auch schon. Stimmt, in den letzten Folgen waren wir hier. Da sind wir ungünstigerweise von den Rebellen angefahren. Finden Sie die Tochter? Na gut, die kann jetzt überall sein, ne? Entschuldigung, falscher Knopf. E war das, genau. So, ich gehe mal in die Hocke und lass mal eine Drohne steigen. Drohne fliegt. Ich liebe dieses Gadget. Oh, hier ist ein Störsender. Hier wird irgendwo was gestört. Ja, ich hätte die Tochter ja irgendwo vermutet. Da ist sie. Denk daran, wir haben nur sie. Wir brauchen sie. Und wenn sie nicht helfen will? Wie gesagt, wir haben nur sie. So, dann gehen wir doch gleich mal da rein und gucken. Ah, warte mal, die ist außerhalb, ne? Ne, die ist innen drin. Okay. Hallo, Kinder. Oh, eine Lehrerin. Verhören. Erendira, Buendia. Wir suchen General Baro. Lo siento. Mire, ich kann nicht helfen. Doch, Sie werden. Der General ist Ihr Vater. Wir wollen nur reden. Okay? Warum sollte ich das glauben? Weil Sie keine Wahl haben. Sie glauben, das Kartell ist böse? Wir sind der Stoff, aus dem Albträume sind. Papa? Die Gringos haben mich. Americanos, mir geht's gut. Sie sagen, sie wollen dich nur... Nein, ich traue ihnen nicht. Er sagt, sie sind gefährlich, peligrosos, aber er hat meinen Treffpunkt genannt. Okay, 2 Kilometer. Los geht's. Wir brauchen General Baro. Freuen wird er sich darüber aber nicht. Zuerst will ich zum Treffpunkt.
Ja, dann schauen wir doch mal. Ab in die Schule. So. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. So, und los geht's. Okay, 900 Meter. Am Sägewerk. Das ist der Treffpunkt. Okay. Augen auf. Ich trau dem Kerl nicht. Nein, ich auch nicht. Zack. Okay, Drohne. Da steht jemand. Das ist eiskalt eine Falle. Das ist eine Falle, das ist eine Falle. Das kann nur eine Falle sein. Er ist General, hallo? Kann er mir nicht erzählen. Ist General da. Hat man Bodyguards, denke ich mal. Und welche Spezialkommandos? Da an dem Laster könnten noch Soldaten sein. Oder es kommt irgendwie so ein Hubschrauber Ex Machina. Aus dem Nichts. Ich komme mal lieber von der anderen Seite. Vorher schaue ich mir noch. Vorsicht! Der General hat uns verarscht! Schnapp ihn! Greife an! Sie wagen es auf mich zu zielen! Ja, sicher. Ein General weiß, wann er sich ergeben muss. Das hätten Sie anders haben können. Nicht wirklich, Cabron. Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Sir, wir sind hier, um Sie um Hilfe zu bitten. So bittet man in Bolivien aber nicht um Hilfe. Es ist ja auch ein spezielles Hilfegesuch. Wir arbeiten mit den Rebellen und wollen das Santa Blanca-Kartell ausschalten. Es kann Ihnen nicht gefallen, wie die Ihr Land behandeln. Behandeln Sie es anders als die Amerikaner? Ihre Tochter ist sicher. Und ob Sie uns helfen oder nicht, Sie werden mitkommen. Ich will den Typen verstauen. Bleib da, ich komme zu dir. Alter, Geleck. Warte mal, nee, es geht beim Fahren nicht. Allmählich los, runter. Das ist ja wohl mal die beschissenste. Die Helis verfolgen mich jetzt natürlich, ne? Ein Heli lässt ab.
Na, einfach nur fahren. Einfach fahren. Einfach fahren. Einfach fahren. Das ist nur von der Seite. Der Heli hat abgelassen. Alles klar. Ja. Abgemachte Szene. Gescriptet. Denke ich mal. Sonst wird es nicht so abrupt abbrechen. Meine Tochter ist nicht wie ich. Alter, der geht mir auf den Sack. Was soll der Scheiß in Deckung? Oh, Kacke. Hörst du mich? Ich bin gleich da. Warum hat das so lange gedauert? Wir erreichen den Treffpunkt. Haltet die Augen auf. In den Staub. Oh, Digga. Die sollen abhauen. Wir haben Immunität. Auf den Boden, Hubschrauber. Schießen wir jetzt auf Rebellen? Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden. Schön unterbrochen, den Kampf. Anrief. Ich weiß schon lange, dass unsere Beziehung zu Santa Blanca unhaltbar ist. Aber ich konnte die Bürokraten nicht davon überzeugen, was zu ändern. Sie kamen nicht an den Präsidenten ran? Nein! Und ich fürchte, dass viele Männer und Frauen, die El Sueño in der Tasche hat, meine Absichten kennen. Heutzutage ist Korruption Alltag in Bolivien. Ich hatte zu viele Schießereien mit der Unidad, um Mitgefühl zu haben, Sir. Ich wollte dem Land Ordnung bringen, als ich Santa Blanca die Hand reichte. Doch diese Ordnung ist volle Korruption und Gewalt gegen das eigene Volk. Das habe ich zu verantworten und werde es auch ändern. Das ist ein harter Kampf. Aber wenn Sie keine Gewalt mehr für Bolivien wollen, für ihre Tochter, dann müssen wir dem ein Ende bereiten. Es gibt noch einige loyale Offiziere, die mir zur Seite stehen. Und ich habe einen Freund, einen Colonel in der Armee. Er konnte mir auch helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Fangen wir doch gleich an. Sehr schön, voll gut. Ja, nee. Unidad-Kugel im Anmarsch, unten bleiben. Granate, Vorsicht! Granate, Granate! Sueño hat El Muro beauftragt, La Porta aufzuschalten. Aber statt seinen kleinen Bruder zu töten, versucht El Muro jetzt, ihn auf dem Land zu schmuggeln. Also wendet sich Sueños rechte Hand gegen ihn. Noch besser. Wir wissen, wo La Plaga ist. Bringen wir es zu Ende. Ich bin die Hinrichtungsvideos leid. Wird uns ein Vergnügen sein. So, jetzt feuert der Heli. Apache zielt auf uns. Deckung suchen. Es geht gleich hoch. Wir haben den scheiß Heli. Einfach weglaufen. Heli, runter, runter! Weiß er, wo wir sind? Laufen.
Hubschrauber, auf den Boden. Der scheiß Apache will schießen. Runter! Na, komm schon. So, jetzt sind wir nur gejagt, das ist schon mal gut. Ich verstecke mich jetzt erstmal hier unter der Brücke. Ich glaube nicht, dass da nochmal was kommen sollte. Alter, finde. Oder wir laufen einfach weiter. Wir laufen erstmal weiter. So, das ist sogar ein Auto. Ach, da ist schon wieder dieses eine Gebäude. Das hat mir auch schon mal frei gemacht. Jawohl. Nomad, hier Bowman. Klasse Arbeit in Flor de Oro. Jetzt, wo General Baro sich gegen das Kartell wendet und unsere Leute sicher sind, bekommen die korrupten Offiziere in der Unidad Probleme. Und ihre Santa Blanca-Kumpel auch. Verdammt richtig. Mit Baro und seinem Militär auf unserer Seite werden die Unidad-Patrouillen weniger glimpflich mit den Kartellmitgliedern umspringen. Das erzeugt Spannungen. Richtig. Und unsere Rebellenfreunde haben mehr Spielraum. Dann begeben wir uns in rauere Gefilde. Ich melde mich. Nomad Ende. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Wir sind da oben in der Nebenstraße. Ich hab sie gesehen. Da laufen sie. Markiere einen Tango, Einheimische in der Nähe. Geh in Position. Position. Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Greifer Tango getroffen. Sehr schön. Sauber. So. Alles Paletti? Hi, Doc. Darf ich mal ganz kurz? Entschuldigung. Zusätzliche Beobachtungsposten zur Sicherung der Basis. 1, 2, 3, 4 Dokumente fehlen. Die Tower ist völlig von externen Nachschub abhängig und die Schienenverbindung ist zu unsicher, um die Integrität der Basis sicherzustellen. Es sollten regelmäßig Luftoperationen durchgeführt werden. Die Sicherheit in Flor de Oro konzentriert sich zu stark auf Basis Jawa, weshalb sofort weitere große Basen eingerichtet werden sollten. Wir sollten auf Flugzeuge zurückgreifen. Die Eisenbahnverbindung ist zu unsicher. Ich nehme das Motorrad. Schaut euch an, die Gegner, die laufen da immer noch rum. Ich werde jetzt an der Straße einfach an denen vorbeifahren. Weil die brauchen noch ein bisschen. Da wäre der Nebeneinsatz. Wow, 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 Vorsicht. So, der General ist bei uns auf der unserer Seite. Sehr schön, sehr schön. So, wir müssen jetzt da vorne nach rechts weg. Eigentlich ein schönes Moped. Das erinnert mich so ein bisschen an den, oh, wie hießen die damals? Eigentlich so ein Moped von meinem Uropa. Ist keine Simson, sondern eher so ein Spatz. Wie hießen die denn? Hießen die Spatz? War so ähnlich. Wir lassen ja die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Ich weiß es nicht mehr, wie das Ding hieß. War auf jeden Fall schön cool. Dokument nehmen. Was haben wir denn da? So. Ein Dokument. Der Nachruf auf Ruth Baro, Gemahlin von General Juan Baro und Mutter von Erendira Baro.
Sie starb 2016 im Alter von 61 Jahren nach langer Krankheit. Okay. So, da ist das nächste Ziel. Ich gehe nochmal hier hoch, vielleicht ist hier auch nochmal. Ein, da ist es. Nachschubbehälter. Da haben wir es. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Zip, zip, zip. So. 562 Meter. Können wir auch hinlaufen eigentlich. Ist also knapp 600 Meter, ne? Runden wir mal ein bisschen. So, das ist das Dorf da unten. Oder die Stadt besser gesagt. Ach, das war da. Ja, okay, okay. Hier waren wir eigentlich auch schon, aber ich habe das Dokument vergessen. Da ist noch eine Munitionskiste. Können wir gleich mal unsere Vorräte auffrischen. Hi, grüß dich. Ja, alles gut, alles gut. Du bist nur 200 Meter von dem... Oder 300 Meter von dem... von der Basis da entfernt. So, nehmen wir auch mit. Sehr gut. Gut. Ich bin so ein kleines bisschen auf Breakpoint gespannt, weil das kenne ich nicht. Das genau wie das hier. Da muss ein Scharfschütze. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ja, 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 ja. Und rein da. Das ist wieder so eine. Das ist wieder eine Schule. Pachamama. Pachamama ist die Erdgöttin der Anden. Hatten wir nicht schon mal was von ihr, die Figur selber gefunden? Sie gibt dem Volk Schutz und sorgt dafür, dass es fruchtbar ist. Sie ist eine der beliebtesten Gottheiten in Bolivien, aber sie gilt zugleich als eifersüchtig und begehrlich und verlangt ständig Respektbeweise und Opfer. Es gibt viele Möglichkeiten, sie zu ehren. Eine der am weitesten verbreiteten besteht darin, vor dem Trinken ein wenig des alkoholischen Getränks auf den Boden zu schütten, was Schala genannt wird. Andere Länder, andere Sitten, ne? Und Gebräuche. Da ist das letzte Dokument. Wir haben hier alles durchgemacht. Ne, zwei Akten fehlen noch. Guck mal. Eieiei. Das ist jetzt schon Stücke weg. Hier wäre noch ein Fragezeichen. Gehen wir erstmal dahin. 400 Meter. Ich nehme mal den direkt. Pass auf, ich nehme das Auto. Geht, glaube ich, einen Ticken schneller. Ich fahre. Oh, das sind Unidats, das sind Unidats, das sind Unidats. Ah, ist eine Polizeistation, okay. Checkpoint. Unidats mit einer Maschinenpistole, er ist allein. Drüben beim Checkpoint. Ja, alleine kann er ja nicht sein. Okay. Da steht aber kein. Ich glaube nicht, dass da irgendein Dokument ist. Gehen wir zurück. Gut, alles grün für uns. So, und jetzt einmal hier hoch, bitte. Warum jetzt noch schnell die Dokumente? Das ist ja, oder das eine noch. Dann müsste ich am Checkpoint vorbei, nee.
Ups. Stabile Fässer. Da sind immer noch Gegner, ne? Halt, warte, ich fahr trotzdem durch den Wald. Da ist ein Waldstich, doch, da geht's. Das ist halt kein Geländewagen, ne? Das ist halt nur ein Frontler. So wie der sich anfühlt. Ihr habt nicht zufälligerweise da einen Hubschrauber irgendwo rumstehen? Nee, gell? Warte mal, guck mal auf die Karte. Ist da nicht irgendwas anderes in der Nähe? Nee, ist es nicht. Dann nehmen wir das Motorrad. So. Das darfst du keinem erzählen. Wir laufen jetzt diesen Kilometer, das gibt's ja nicht. Kilometer ist ja schnell gelaufen. Bin ich, glaube ich, schneller. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Kilometer einfach die Wegstrecke ist, die wir hinterlegen müssen und nicht Luftlinie. Luftlinie müsste kürzer sein. So. So. Wir sind auch schon durchgelaufen in den Friedhof. Zack, zack. Mal nicht über die Freifläche. Obwohl, die hätte uns schon längst sehen müssen. Wenn sie aufmerksam wären. Sind sie zum Glück nicht. Hubschrauber. Da. Ach ja, das war der auf dem Wachposten, ne? Ganz kurz die Drohne. Drohne fliegt. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Geh in Position. Suche eine gute Position. Okay, zieh mal fest. Verdammt, der Kerl ist tot. Na, sei doch froh, dass der tot ist. So haben wir nämlich gleich das Spiel darüber zu kommen. Warte, 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 geh doch hier lang. Da ist der Koffer. Sehr gut. Das Überwachungsvideo zeigt eine Absprache zwischen dem Leiter der Unidad und General Baro. Und El Sueño, dem Kopf des Santa Blanca-Kartells. Super. So, das Dokument würde ich mal tippen. Wird sich hier in dem Bereich noch finden. Weil es fehlt nur noch ein Dokument. Ansonsten hätten wir alles. Aber das ist gar nicht so schlimm. Was hast du jetzt hier?
La Plaga. Finden Sie La Plaga. El Sueño und Uelmerte eine Chance gegeben, für sein Versagen Buße zu tun, indem er La Plaga tötet. Aber El Moro bringt es nicht über sich, seinen Bruder zu ermorden. Stattdessen plant er nun, sich aus dem Land zu stehlen und La Plaga mitzunehmen. Töten Sie La Plaga, bevor er kommt. Okay, ach, das ist diese unbekannte Mission, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, reisen wir jetzt zu unserem Stützpunkt, zu unserem Safehouse und machen da erst einmal dann wieder, wie gehabt, Folgenende und in der nächsten Folge kümmern wir uns um La Plaga, dass er nicht entkommt. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, ich habe gerade so Gedanken, dass mir dann eher so ein Heli mit Bewaffnung ins Auge fällt. Dass man dann da mal ein bisschen eventuell reingehen kann. So, es lädt schon wieder so lange. Vorhin habe ich mich schon gewundert, warum es so schnell ging. Als ich die Aufnahme Aufnahme startete. Richtig gut. Ja. Stört mich ja wegen des Kabele. So. Ja, wunderbar. Ein Helihammer, das ist gar nicht mal verkehrt. Okay, wunderbar. Da würde ich sagen, machen wir hier jetzt erstmal Folgenende und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghost Recon Wildlands. Ciao, macht's gut.